Gehirnzellen. Und sie gehen putzen dort bei mir. Da kriege ich einen Kuss von Micha. Das neue Bumsformat. Ich fühle mich wie ein stolzer Papi. Sagen wir mal nicht dumm. Ich würde gerne in deinem Zimmer bleiben. Bitte was? Gerne noch was geben. Sie gibt's ihm noch. Fängt man eine, das kennt ihr sicher. Whirlpool, dürfen die Frauen noch nackt rein? Whirlpool. Oh, Geburtstage, Weihnachten, Essen, 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 Monopoly, Essen, Essen, Essen. Ja, was Besseres gibt's ja nicht. Servus Leute und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Bauersuchtfrau Österreich Edition. Ja, letzte Folge ist echt super gut angekommen bei euch. Danke für den ganzen Support. Diese Folge geht's heiß her. Es wird in vielen Gewässern geschwommen. Es wird viel geknutscht. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der ersten Szene. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Naja, es wird nur einmal geküsst, aber es wird nicht geknutscht. Aber gut. Die 23-jährige Niederösterreicherin Julia. Hofdame Nummer 2 hört auf den Namen Verena. Julia, du kochst. Verena, du machst mein Bauernhaus Picobello und ich gehe auf den Acker. Ciao, ciao. Hallo. Hallo. Ist aber wenigstens warm. Schmeiß deine in dein Bikini, den Bodenanzug, ne? Und komm rein. Der Roman, der will gleich was sehen. Zieh dich um, komm rein in den Pool und dann schwimmen wir eine Runde zusammen, ne? Dass er nicht gleich in der Bodenhose sich vorstellt, also das war jetzt für mich schon was Neues, ja. Das könnte ich so sein, in Unterhose. Hallo, servus, wie geht's, ne? Und was sagt die Konkurrentin Julia zu Veronika? Ich hatte ja keine Brille, ich konnte ja nicht sehen, wie sie aussieht. Ja, das ist eine blöde Sache. Ohne Brille sieht man halt nichts, ne? Und jetzt? Ja, ich habe gesehen, dass sie so ein wie bunte Haare hat. Ja, ist ein bisschen neid. Ach, kein Problem. Nachher im Pool, da zeigen dann beide, was sie so wirklich drauf haben. Dass ich die kennenlernen darf. Kein Problem. Und du bist solo? Nein, Roman. Sie ist verlobt, 2 Kinder, Hund, Haus, einen Benz und sucht einen Bauern fürs Wochenende. Natürlich ist sie Single. Gelesen, du hast eine Tochter. Hast du Alina? Alina. In seinem Haus hat der 39-jährige Roman die Hosen an. Oder auch nicht. Nachdem Roman die Valentina netterweise in seiner nassen Badehose durchs Haus geführt hat, schauen wir jetzt zu Mario. Denn der Sunny Boy ist am Weg zum Bahnhof. Der Sunny Boy, der Stecher Mario mit seinem dicken Ding. Eindeutig. Hallo. Hallo, schöne Frau. Hallo. 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 Und ihr fragt euch seit letzter Folge, wieso Mario auch ein Stecher ist. Naja, er ist so wie der Patrick von Bauersuchtfrau Deutschland. Nur, dass er halt nicht mit der Hand nachhilft, sondern einfach nur mit seinen Blicken nach oben schiebt. Jetzt, wo alle Ansichten anschauen und... Angeblich hat Mario auch noch einen Pool und dann wird er die Ansichten der Damen nochmal ganz genau von allen Seiten betrachten können. Aber über Probieren geht über Studieren, haben sie mir gesagt, nicht? Ja, das ist fast mein Lebensmotto, würde ich sagen. Auf das sich Nathalie, Angelina und Madeleine im Gästehaus. Der Kärntner Sunny Bunny hat schon ein feines, feines Gästehaus. Prost! Schönen Hof holen. Prost! Schön, dass du da sitzt. Und bevor die vier schlafen gehen, dann kannst du mal ganz kurz mit, ich würde gerne noch was geben. Jawohl. Die zwei verschwinden im Zimmer und sie gibt's ihm noch, während der schmierige Typ, ich weiß nicht wie er heißt, aus dem Burgenland, derweil langsam seine ersten Damen empfangen wird. Herzlich willkommen zum feuchtfröhlichen Tag der offenen Tür. Na, wenn das mal keine Anspielung auf Philipps Eröffnungszeremonie ist. Uah. Ungewöhnliche Vorbereitungen. Steckt man eine, das kennt ihr sicher. Oh Mann, er ist einfach so. Hopp, hat schon geschossen, hey. Funktioniert, hey. Perfekt. Ich meine, ja, auch sicher, um 9 Uhr in der Früh kann man sich schon mal ein Bier gönnen, ne? Die Aufregung muss ja gesenkt werden irgendwie. Wie ist ein männliches Tier? Hat sogar Eier dabei. Ach, man sieht wirklich in seinem Gesicht, wie stolz er auf seine Eierchen ist, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, ich will ja auch nicht wirklich erwachsen werden. Ich will immer so, ich sag mal, blöd bleiben, wie ich bin. Aber das ist irgendwie ein bisschen, ich kann sowas nicht ab, es ist zu schmierig. Und mein Lieblingsfeld ist das Herzfeld. Da muss man ein Kleidungsstück ausziehen. Na klar, als hätte es nicht schon hingedeutet, dass er einfach nur die Frauen nackt sehen will, weil er sie ja nach dem richtigen Maß ausgewählt hat, ne? Die haben sicher was vor, die Damen mit mir. Die wollen mir sicher alle nackt sehen, also. Mhm, genau. Vor allem, wenn er alle Namen weiß von den zig Frauen, die er eingeladen hat. Ich sag zu jedem Puppi und ihr bezeichnet zum Beispiel blondes Puppi, schwarzes Puppi, Wiener Puppi. Naja du, wenn für ihn Frauen halt einfach nur Puppen sind, dann auch bedenklich. Ja, nach dem Motto, selbst ist der Mann. Komische Witze auf Lager, will nur geil aussehende Frauen und hat Bilder von sich im ganzen Wohnzimmer hängen. Und die Sexglocke ist natürlich auch interessant.
Vielleicht passiert irgendwas, wer weiß das, ne? Ach ja, genau. Und jeder einmal flachlegen, das wird er natürlich auch, weil das gehört sich. Wenn man Menschen einlädt, dann macht man sowas. Meine Regel kennst du selbst, Whirlpool, dürfen die Frauen noch nackt rein. Ja du, aber so ein Whirlpool, das ist ja schon fein. Ein Whirlpool? Whirlpool. Somit muss heute die erste Dame den Hof verlassen. Für eine zerplatzt der Traum. Und zwar eine Dame vom Kärntner Sunny Bunny, der Junge. Morgen. Sagen wir mal Runde. Hallo. Morgen. Wie geht's euch? Und wen der junge nette Herr nach Hause schickt, das weiß er noch nicht ganz. Und da war vielleicht noch meine Idee, dass ich mit jeder Einzeldate hab. Das sehen wir später, aber schauen wir jetzt zum Roman. Das ist der mit dem Pool und mit der Anna, Annika, Marie, ich weiß nicht, wie sie heißt. Dafür aber sollen zwei andere heiße Geräte auf Hochtouren laufen. Zwei heiße Geräte, aka die zwei Damen. Mit Anna kann jeder spielen, man kann mit zwei spielen. Ja. Bei Julia, so heißt nämlich die erste Dame, bei ihr geht's echt gut ab im Pool mit dem Roman. Die gefallen sich ein. Ja, schön. Und dann ein Kuss, oder wie? Ja, und was soll ich sagen? So sehen Siegerinnen aus. Nein, wie cringy. Roman wollte sie halt echt küssen, die Valentina, aber er hat irgendwie einfach nur so in die Luft gebusselt. Oh, komisch, komisch. Hat sofort gefunkt. Ja. Als ob er es mit der 18-jährigen Colleen. Jetzt sind wir wieder beim Sunnyboy-Stecher, aber sie schaut doch auch älter aus als 18. Herzliche Gesundheit. Ja, danke für die Einladung. Nach ein paar Schnapsal redet der Stecher Mario schon ein bisschen Irrsinn. Wenn eine Frau ein Bier trinkt, das ist für mich einfach unerotisch. Okay, aber er selber darf, wie er sagt. Ich mag gern Weibergetränke. Ich finde, wir leben im 21. Jahrhundert und jede Frau soll trinken können, was sie will. Weibergetränke trinken. Und das macht ihn nicht unerotisch, oder wie? So, das ist einmal ein Schlafzimmer. Bei sie muss es noch putzen, ne? Weil ich bin für Außenhaus, Außerhaushalt verantwortlich und sie soll den Haushalt innen drin machen. Wieder mal dieses Schema, sie muss putzen und er muss raus das Geld verdienen. Ich meine, okay, wenn es beiden wirklich so gefällt, wenn beide damit zufrieden sind und das wirklich glücklich so leben, dann ist es ja echt voll in Ordnung, wenn man eine gescheite Rollenverteilung hat. Ich würde sagen, dadurch, dass ich Raucher bin und ich einfach die Farbe Grün lieb. Der Steirer mag Raucherinnen aber nicht, weil Manuela, sie raucht ja auch und er mag das auch nicht. Würde gerne in deinem Zimmer bleiben. Ja, bitte. Bitte was? Die erste Nacht soll sie direkt bei ihm oder mit ihm verbringen im Zimmer? Deshalb noch ein wenig Mut antrinken muss? Die erste Frau vom schmierigen Burgenländer mit dem Whirlpool ist eingetroffen. Ich bin zwar blond, aber jetzt sagen wir mal nicht dumm. Ja, aber wir werden auf jeden Fall noch sehen, ob sie sich in ihn verliebt. Also beim Philipp, ja, die Schmetterlinge sind schon im Bauch unterwegs. Wow, das ging schnell. 2 Minuten da und schon hat sie Schmetterlinge geboren. Ja, ich stehe auf Männer, die was noch so altmodisch sind, so Gentleman-mäßig. Dann hören wir doch mal rein, welche schönen Worte dieser Gentleman uns überbringen möchte. Ich habe gesagt, blonde Frauen, das taugt man. Ne? Gut gebaut, sage ich mal. Ne? So ein bisschen was da sein für eine Frau, das passt einfach. Genau, blond, gut gebaut, schön breit, aber nicht zu breit, aber auch nicht zu dünn. Ne? Ganz wichtig. Und was soll eine Frau noch haben? Ja, mit der Muttersack kann ich auch umgehen. Ja, das ist nicht so wichtig. Frauen können hinter den Herd oder hinter den Haushalt. Ne? Frau, Herd und Putzlappen und er in seiner Jagd-Saufhütte mit seinen Freunden am... Ja, ein bisschen Macho gehört schon beim Mann dazu. Wenn sie gern putzen tut bei mir, da ist man schon mal down. Da steht schon mal ganz oben auf der Liste. Oh, Gehirnzellen, die fliegen jetzt raus. Hey. Wenn sie gern putzen tut bei mir. Was sagt er, wenn sie gern bumsen wird bei mir oder putzen wird? Wenn sie gern bumsen tut bei mir. Es klingt echt wie bumsen, oder? Ja, kochen kann ich. Na, sehr schön. Backen kann ich auch. Na, sehr schön. Na, das wohl, das hören wir gern. Ich habe eigentlich kein Problem, dass ich putzen tue, kochen tue. Na gut, wenn ihr das so passt und wenn sie glücklich ist mit dieser Rollenaufteilung, dann ist es natürlich super. Dann steht ihm nichts mehr im Wege. Mit Julia zur Linken und Verena zur Rechten geht der Poolbauer Roman zum heurigen Lokal, um dort mit seinen Freunden zu feiern. Die Mädels schon zurecht gemacht, schön, ja? Schön hübsch. Und jetzt überlegst du, in unsere Gemeinde zu ziehen? Wow, wie wirklich Hochdeutsch Romans Freund sprechen kann, wenn er das wirklich will. Aber der Rest, der ist natürlich wieder voll im Dialekt. Ein junger Mann, was nicht, der muss gleich ordentlich hernehmen. Naja, das machen die 2 Mädels ja im Pool, ne? Ja, der Kollege von der Bestattung, der schaut sich die Damen auch sehr genau an, ne? Das klingt irgendwie falsch. Der Kollege der Bestattung schaut sie sich genau an. Will er ein Grab verkaufen oder was? Super, sehr super, 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 super. Ach, die Marie. Marie?
super, finde es wirklich super, 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 dass sie einen Bestatter eigentlich so ein bisschen angebaggert hat, ne? Hofdame Nummer 3, Maria. Die Maria haben wir jetzt nochmal probiert, ja, zum Erreichen, aber sie meldet sich nicht, ja. Eine Dame ist einfach nicht zur Hofwoche erschienen. Was mit ihr passiert ist, keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock mehr gehabt und meldet sich auch deswegen nicht. Wir haben jetzt nette 2-3 Stunden verbracht und jetzt hat die Vorstellung, dass wir nur alle drei in Workaholic gehen. Der Tiroler Sunnyboy-Sprecher wird seinem Namen echt gerecht und ladet die beiden einfach auch in seinen Whirlpool ein. Headshot. Sicher. Sicher, aber vorher zum schmierigen Herrn Burgenland. Optik ist relativ, sage ich. Ich bin auch nicht der Schönste, sage ich mal. Ne? Ja, wenn das nicht ein Spitzenanmachspruch ist. Bin gespannt, ich weiß selber nicht, wie viel das kann man. Weißt du selber nicht? Nein. Hast du viel eingeladen? Er hat einfach alle blonden Damen, die gut bemaßt und gut gebaut sind, zu sich eingeladen. Ein A2, 3, 4, 5, 6 Flascherl trinken, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also. Ja, wenn sie die Menge trinkt, dann landet sie später sicher noch nackt mit ihm im Whirlpool. Da können wir schlafen, alle miteinander. Wahnsinn, alle miteinander. Aha, aha. Aber bevor es dazu kommt, schauen wir jetzt noch zum Kärntner Sunny Bunny, denn der muss ja, wie gesagt, eine Dame nach Hause schicken. Und sucht Rat bei Mama Helga. Aber? Eine scheint derweil nicht länger warten zu wollen und sucht das Gespräch. Denn ihr liegt eine Sache am Herzen und das will sie loswerden. Angelina. Also ich würde die Entscheidung jetzt irgendwie ein bisschen abnehmen. Ich habe halt einfach gemerkt, dass bei Johann zwar schon vielleicht ein bisschen mehr ist. Okay. Und die war heimfahren. Auf gut Hochdeutsch heißt das, dass sie findet, dass die anderen beiden Damen einfach besser zu ihm passen und sie nach Hause fahren möchte. Haben Sie das alle verstanden oder bin ich auch nicht wirklich so im Hochdeutschen drin? Super. Super. Bei Julia läuft es weiterhin super. Und beim Steirer mit dem Männermagneten, wie läuft's da? Meinen Hobbys, das ist das Kegeln. Da. Okay, kann mir jemand erklären, wie das funktioniert? Ja. Kegeln nehmen und schubsen und warten, bis es ankommt und man einlocht. Ups. Sag ja, ich kann sowas nicht. Ja gut, sie hat zwar eingelocht, aber sie hat keine der Stangen umgeworfen. Wir drei Mädels, wir machen einen Wurf und wer am meisten Punkte hat, der kriegt einen Kuss von Michael. Das Format ist einfach das neue Bumsformat vom Feinsten. Es gibt eine Sexklingel, Whirlpools, es wird geküsst. Ja, ist auch nett. Dann kriege ich meine Belohnung. Sein erster Kuss nach 30 Jahren Jungfräulichkeit? Wow, ich fühle mich stolz, euch das präsentieren zu dürfen. Ja, sorry, ich bin auch nicht so ein Küsser. Oh. Da laufen mir fast schon die Tränen aus den Augen. Ach, wie süß. Ich fühle mich wie ein stolzer Papi. Von mir aus war sicher was und er merkt ja, dass er ein paar Blicke schon um. Und noch viel mehr heiße Blicke sehen wir nächste Folge im Whirlpool. Spuckwert wäre er. Na, und was kriegt der, wer am weitesten Krim? Busserl. Direkt das zweite Busserl. Ich meine, der Steirer, der ist auch ein kleiner Stecher. Der wird, glaube ich, noch zum großen Stecher, wenn er so weitermacht. Da geht sicher was. Jawohl! Ausziehen! Jawohl! Wenn ihr diesen Wahnsinn morgen pünktlich um 11 Uhr in der Früh nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne hier links, rechts, oben, da meinen Kanal. Hier könnt ihr sehr gerne in andere Formate reinschauen, die Couple Challenge. Da kommt nächste Woche auch ein Video dazu. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar und einen Daumen da, um das Video zu bewerten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Baususfrau Österreich Edition. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao! Ach, die Österreicher, die geben schon ordentlich Gas beim Näherkommen.